Hey ho und herzlich willkommen zurück zu dem Let's Play von Alan Wake. Ja, wir sind hier gerade in so einem komischen Wald und suchen die Tankstelle und wir werden von irgendeinem Vieh verfolgt. Ja, ich bin mega fertig mit meinen Nerven. Aber damit müssen wir jetzt hier wohl klarkommen. Boah, und Spaß, das Spiel macht mich so fett fertig. Wow, das wollte ich gar nicht. Ach, dammit. Alter. Au! Komm, Junge. Sterben angesagt. So. Ich könnte jetzt auch vielleicht wieder ein bisschen Munition gebrauchen. Ich brauche Munition. Lass mich hoch. Was steht hier? Okay, man muss hier aufpassen. Das ist hier bestimmt auch schon, das hätte ich auch schon so gesagt. Aber ich muss jetzt so ein bisschen hier meine Angst unterdrücken. Klettern. Komm. Ist hier oben vielleicht irgendwas? Nee, schaut nicht so aus. Aber kommen wir weiter. Will ich aber noch nicht. Aua. Ich werde erstmal kurz gucken, vielleicht finden wir noch Munition oder so. Das wäre nämlich sehr schön, weil 4 Schuss ist nicht wirklich viel. Wie ihr euch sehr gut vorstellen könnt. Ich glaube, ich ist jetzt auch nicht so der Experte im Schießen bin. Oder zumindest noch nicht herausgefunden habe, ob man die jetzt wirklich mit einem Schuss killen kann. Die, naja, was sind das? Geister? Ist das halt ein kleines Problem. Die Treppe war kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Na, dann wissen wir jetzt ja schon, wohin müssen. Gibt hier vielleicht trotzdem noch irgendwas? Ja, sehr schön. Siehst du, das gefällt dir direkt auch. Eigentlich sind wir hier hingelaufen, ohne Spaß. Puh. Es gab keinen Strom. Irgendwo beim Holzlager musste ein Generator sein. Da hinten blinkt noch was grün. Das ist schön. Kann man schon so stehen lassen im Raum. Los, komm. Wow, 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 Leute, Leute. Alter, wollen wir es übertreiben? Vielleicht 3 Gegner. Alter. Alter. Au. Weg. Aua, 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 aua. Alter Junge. Siehst du, und da habe ich schon wieder so 16 Schuss verballert. Finde ich fett. Damit kann ich nicht gut leben, aber. Achso, Opa, da habe ich falsch das gedrückt. Hui! Oh, war zu früh. Hui! Hui! Oh, das war ja anspruchsvoll. Oh mein Gott, fick die Hände. Sehr schön. So, vielleicht finden wir hier jetzt noch ein bisschen Munition oder so. Ein Manuskript haben wir gefunden. Wake wird von Vögeln angegriffen. Ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kamen. Ich wirbelte herum, gerade ich weiß. Nee, komm, eigentlich, das müssen wir uns, glaube ich, nicht immer geben. Ah, hier steht ungelesen. Hör mal. Ach so. Na ja, okay, da muss ich kurz mal überlegen. Ja. Okay, gut. Oh, eine Schrotze. Sehr schön. Können wir jetzt wechseln? Fett. Wenn wir dafür jetzt vielleicht nur ein bisschen Munition finden würden, wäre es natürlich noch Premium-mäßiger. Aber das wird schon.
Aber wir bleiben jetzt wirklich erstmal bei unserer hier. Was ist denn das? Magnum? Keine Ahnung. Die ist schon gar nicht so schlecht, also eigentlich schon, aber egal. So, was war hier? Hier steht noch was. Thermosflasche. So, hier ist nix mehr. Da auch nicht. Ja, jetzt ist, sind wir hier ein bisschen kaputt, aber ist ja kein Problem. So, können wir hier jetzt nur irgendwie Strom anmachen oder wie schaut das aus? Es ist sehr schwer. Ich muss eine Taste drücken. Ist ja fett. Ist ja unglaublich. Nicht, dass ich mich damit überanstrenge oder so. Hoffe, ich habe jetzt im Mund nicht zu weit aufgerissen. Ich bin dafür, dass wir jetzt erstmal hier kurz die Leiter hochklettern. Und dann... Kommen wir hoch? Nein. Warte mal, wir klettern jetzt erstmal hier kurz die Leiter hoch. Ist ja so ganz schnell gemacht und so. So, hochklettern. Bam, 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 bam. Leiter hochklettern. Go, go, go. Gucken wir jetzt mal kurz, was da oben noch so ist. Okay, oben scheint nicht mehr so viel zu sein. Das Licht meiner Taschenlampe enthüllte schaurige Graffitis. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Besessene, Besessene. Toll. Warum? Wow. Wow, 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 wow. Oh. Das war so geplant, auf jeden Fall, Leute. Aber jetzt sind wir hier wieder. Haben wir jetzt die Schrotze? Nein, natürlich nicht. So, nehmen wir jetzt die Schrotze mit. So, go, 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 go. Mensch, 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 ey. Boah, ey, warte, das Spiel macht mich so fett fertig. So, jetzt machen wir das schnell wieder. Ich kann wirklich nur zwei Tassen bewegen. Mal geil. Ich weiß aber nicht so genau. Ach, hier. Ja, okay, man muss natürlich auch kurz hingucken. Aber ich denke mal, das muss bestimmt eher so hin. Ja. Sieht logisch aus. So, und jetzt müssen wir kurz gucken, wie kommen wir da hoch. Da kommen wir hoch. Sehr schön. So, klettern wir jetzt hier hoch. Go, 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 go. Ich will eigentlich nicht die Schrotze nehmen. Ich möchte lieber genau. Aber hier sind wir hergekommen. Okay, dann können wir jetzt mit ruhigem Gewissen hier rüber. Ach, die Thermosflasche. Ja, komm, die holen wir uns doch schnell. Ich weiß noch nicht, wofür die gut ist, aber wird schon irgendwo. Für gut sein und so. Ihr wisst, was ich meine. Man setzt sich schnell. Oh mein Gott, ey. Ich kann hier auch gar nicht viel zu reden, weil ich bin so angespannt, dass mir das Reden extrem schwer fällt. Ist natürlich ein bisschen unpraktisch beim Let's Play. Aber kann passieren. Licht! Ah, Muni. Schrotze Muni. Sehr schön. Hier ist wieder Radio. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Da träumt ein alter Mann wie ich davon, nochmal drauf loszuziehen. Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn nicht ich? Oh, und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der noch wach ist. Hallo? Wen habe ich dran? Hallo, Pat, hier ist Maurice Horton. Hallo, Maurice. Was machst du gerade? Also, ich war gerade mit Toby Gassi. Ja, ist es nicht wunderbar draußen? Ja, klar. Aber, Pat, weshalb ich anrufe? Toby hat etwas im Unterholz gewittert und ist losgerannt. Und jetzt ist er weg. Oh, bestimmt, Nase. Bestimmt. Toby liebt Hasen.
Na bestimmt. Also, ich dachte, wenn irgendwer Tobi sieht, könnt ihr ihn einfangen. Meine Nummer steht auf dem Halsband. Ist Tobi ein lieber Hund? Oh, Tobi liebt Menschen. Für gewöhnlich kommt der... Leuchtpistole. Sehr schön. So, die Unterhaltung müssen wir, glaube ich, nicht weiter verfolgen. Liegt wieder ein Manuskript. Sehr schön, das lesen wir uns nicht durch. Und da vorne ist die Dingens. So, und hier. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Wer hat das gerade erzählt? Mach schnell an. Mach an. Schneller. Habe ich ihn nicht gerade gesehen? Und Spaß, ich habe doch gerade gesehen, oder? Oh. Safe Heaven. Ja. Das Spiel macht mich fertig, ey. Und zwar nicht gerade wenig. Schnell zurück ins Licht. So, hier können wir mal die Kimme knutschen. Na, wo seid ihr denn? Da ist einer. Wow! Au. Alter. Kannst du dann vielleicht drauf gehen? Und Spaß, Junge. Alter, ich bin wirklich manchmal ganz schön unfähig, wa? Aber wie ging das, dass man das schneller hier so machen kann? Ich weiß es gar nicht mehr. Safe Heaven. Au. Das sind jetzt zwei Mongos. Miau! Einsetzen! Lol, bin ich jetzt drauf gegangen? Das ist natürlich ärgerlich. Aber ich muss das nochmal machen. Oh, nee. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt wirklich so fertig mit den Nerven gerade. Dann ist es jetzt halt mal eine 2 Minuten kürzere Folge. Ich hoffe, das macht euch nicht allzu viel aus. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Alan Wake. Ich bin raus und man sieht sich hoffentlich. Ciao, ciao.